So Leute, wir sind hier am Start mit dem Traxxas XRT 8S. Es sind die MCD W5 SCT Räder drauf, ansonsten ist alles original. Originales Ritzel, originaler Motor, originales Hauptzahnrad, originales Lenksauber, relativ kleine Akkus, 8S Betrieb natürlich, also alles was geht, aber Rest serienmäßig. Serienmäßiges Fahrwerk, wie in den Vorstellungsvideos ja auch schon beschrieben. Nichts verändert an dem Auto. Nur bei den Federvorspannungen habe ich ein bisschen geschaut, dass sie gleichmäßig sind, weil die waren alle so ein bisschen unterschiedlich eingestellt, die Federteller. Und jetzt schauen wir mal, wie die Erstfahrt so wird von diesem Auto. Also was natürlich zu erwarten war, ist, dass der Topspeed jetzt nicht gewaltig ist. Aber der Motor, der tut sich auch relativ einfach. Also man merkt schon, dass es kurz übersetzt ist, dass da noch einiges mehr geht, wenn man ein anderes Ritzel drauf macht oder ein kleineres Hauptzahnrad daneben. Für Wheelies reicht es nicht so richtig, aber das kann jetzt auch an den Reifen liegen. Ah ne, das liegt nicht an den Reifen. Die Vorderreifen drehen durch, die hinteren nicht. Nee. Also Wheelie schafft er so nicht im Serienzustand, obwohl die Reifen ja schon leichter sind. Bremse ist auch ziemlich stark. Ja, das ist jetzt halt genau das, was ich im Vorstellungsvideo gesagt habe, wie ich das Auto einschätze. Dass er nicht mit dem Heck kickt und das macht er auch nicht, sondern er kickt eher mit der Front, was dann einfacher zu kontrollieren ist. Das ist die Fahrwerksabstimmung vom Werk aus, was Traxxas echt gut gemacht hat. Sieht man jetzt hier in Aktion. Der springt schön, aufgrund der härteren Auslegung des Hecks. Ja, der fliegt gut. Gehen wir direkt mal auf die Rampe. Ja, er springt ziemlich mit der Front hoch. Das ist aber, wie gesagt, einfacher zu kontrollieren wie ein kickendes Heck. Weil für ein kickendes Heck brauche ich viel Power, um es wieder auszugleichen. Für eine steigende Front beim Absprung, also eine zu weiche Front, brauche ich nur ein bisschen Bremse. Und Bremse hat so ein Auto ja immer. Oder meistens reicht es auch, wenn ich nur vom Gas gehe. Wir werden es nicht schaffen, über die Rampe komplett drüber zu fliegen. Dafür ist er dann einfach zu langsam. Aber mal schauen, was geht. Mal schauen, wie weit er fliegt. Die Lenkung ist ziemlich direkt, das ist Traxxas untypisch. Liegt aber wahrscheinlich an den Reifen, weil die so leicht sind. Auch wie im Vorstellungsvideo schon gesagt, durch den Offset, den geringen Offset der Reifen, ist es relativ einfach, für das Auto zu lenken oder für das Lenksauber. Das geht. Super einfach, ist super agil. Man hört aber ein bisschen, dass die Felgen kratzen innen. Also die sind doch ein bisschen zu nah an den Lenkstangen. Da muss ich mal nochmal nachschauen, ob man das so lassen kann. Also jetzt Vollgas über die Rampe. Ich habe ein gutes Gefühl, ich fahre direkt Vollgas. Ja. Gute Fahrwerksauslegung, wie gesagt, schafft das Auto locker. Wunderbar. Machen wir noch ein paar Mal. Ja, aber das könnten schon knapp 80 km/h sein. Zumindest von der Flugweite her. Der DBXLE ist ein bisschen weiter gekommen. Der läuft ja auch 80 km/h. Also ich schätze, über die Rampe kann man die Geschwindigkeit ganz gut abschätzen. Ich schätze, dass es so 75 bis 76 oder 77 km/h schnell fährt. Das kommt mir zwar irgendwie langsam vor, weil so richtig Punch hat er nicht, finde ich. Also so richtig Power hat er nicht. Aber er fliegt halt nicht so weit wie jetzt so ein DBXLE. Und er fliegt auch nicht so weit wie der Losi Super Baja Ray zum Beispiel. Der 2.0, der ist auch weiter geflogen. Aber der Super Baja Ray 2.0, der fährt ja auch knappe 90 vom Werk aus.
das gefällt mir jetzt halt vom Fahrverhalten. Das Heck bricht zwar auch nicht so richtig aus, aber schon deutlich agiler wie der X-Max. Das ist schon was anderes wie der X-Max. Ist schon agiler. Was ich an dieser Plattform nicht so mag, auch beim X-Max, dass das Mittendiff so durchdreht. Ich weiß ja, wie stark das gesperrt ist. Mit dem richtig dicken Silikonöl, mit der richtigen dicken Pampe, und es dreht trotzdem relativ stark durch. Das ist beim X-Max ja auch das Problem. Der lässt einfach ziemlich viel Power über die Vorderräder raus. Merkt man bei dem auch, die Reifen, die hätten schon Grip, aber die Hinterachse überträgt gar nicht so viel Kraft, dass das Auto irgendwie ein Wheelie machen kann oder so. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, macht Spaß. Macht Spaß, das Auto. Toll abgestimmt vom Werk aus. Da musste man beim DBXLE, beim Losi, schon einiges machen, damit er so fährt. Der fährt ja auch nicht schlechter, wenn er optimiert ist, der DBXLE 2.0, aber der fährt halt schon vom Werk aus eigentlich fast so. Jetzt ist er wieder stehen geblieben. Das ist mir am Tisch auch schon mal passiert beim Gas geben. Ich weiß nicht warum, was das Problem ist, aber der Regler blinkt wahrscheinlich wieder. Ja, der Regler blinkt und ich kann kein Gas mehr geben. Ich weiß nicht, was das ist. Das kenne ich so jetzt vom X-Max oder so nicht. Und jetzt hilft nur eins, und zwar das Auto ausschalten, ausstecken, wieder einstecken, wieder einschalten. Kennt ihr das Problem? Hat das jemand von euch schon mal gehabt? Wenn ja, schreibt mir bitte, an was es liegt. Das Auto ist nagelneu und das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, also auch bei den Tests im Leerlauf. Mit dem Motor, was ich euch gezeigt habe in dem vorherigen Video, das ist auch passiert. Und ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie kommt der Regler manchmal so ein bisschen aus dem Takt, habe ich das Gefühl. So, jetzt geht's wieder. Fast aufs Dach gelegt. Die Power aber gerade noch gereicht.
Aber gerade noch so. Also an Backflips oder so ist hier nicht zu denken. Der schafft das oder nicht. Ich bin voll drauf geblieben. Ihr habt es gesehen, das Auto schafft es gerade so normal zu fliegen. Also da brauchen wir auf jeden Fall ein größeres Hauptzahnrad. Eine längere Übersetzung sozusagen. Ein größeres Ritzel brauchen wir. Oder eben das 46er Hauptzahnrad. Er fliegt aber schön, also meistens fliegt er schön, so dass man da gar nicht viel mit dem Gas oder so austarieren muss. Nur man kann halt nichts machen. Man kann halt nur durch die Luft fliegen. Ist beim DBXL E 2.0 auch so, aber der DBXL E 2.0 ist ja auch eher ein Auto zum Fahren. Das hier ist so eine Mischung, ne? Also es ist ein Auto für Fahrer, aber auch für Springer. Also der soll ja eigentlich alles können. Und dafür kann er jetzt mit der Originalabstimmung ein bisschen zu wenig, finde ich. Also ich brauche ja hier im Traum nicht dran zu denken, irgendwie einen Backflip oder so zu probieren. Das geht einfach nicht. Das Handling, würde ich mal sagen, ist spektakulär, aber es ist auch nichts für die Rennstrecke oder so. Also er ist dann einfach zu direkt. Wenn ich bremse und in die Kurve einlenke, dann habe ich einfach den Effekt, dass die Front zu tief eintaucht. Aufgrund des geringen Anti-Dive-Winkels, den das Auto hat, oder den geringen Nick-Ausgleich. Das heißt, das Auto nickt zu tief ein beim Bremsen, hat dann zu viel Grip auf der Vorderachse und lenkt zu leicht ein oder zu stark. Also ein Rennsetup für die Rennstrecke ist es auf jeden Fall nicht. Aber es ist auf jeden Fall deutlich agiler wie der X-Max. Also der X-Max, der lenkt nicht so schön ein wie der hier. Und der X-Max würde das auch nicht machen mit den Reifen. Da bin ich mir sicher. Also das liegt hier nicht nur an den Reifen, sondern das ganze Auto durch den niedrigeren Schwerpunkt und so ist schon eher für die Racer gedacht, also für die Leute, die gern schnell fahren und dann auch ein agiles Fahrverhalten haben wollen. Was manchmal ein bisschen nervt ist, wenn ich kein Gas gebe, wenn ich das Auto rollen lasse und lenke, dass er dann doch relativ stark über die Vorderräder schiebt. Also dann hat man manchmal so kurz den Eindruck, der will gar nicht lenken. Dann wird es ein bisschen schwierig kurz, weil man dann auch nicht so richtig weiß, was tun. Am besten ist, man geht dann leicht auf die Bremse, zwingt das Auto ein bisschen dazu, mehr einzulenken. Aber das sind immer so Momente, wo man sich dann doch ein bisschen mehr Lenkung wünscht. Also da muss man einfach die Balance finden, so leicht bremsend in die Kurve reinfahren. So, und dann einlenken, dann macht er das relativ gut. Also die Lipos sind leer. Das war eine kurze Fahrt, aber es ist halt auch eiskalt. Natürlich kann das Auto schneller fahren, wenn die Lipos auf richtiger Temperatur sind. Wenn die Lipos jetzt nur 1-2 Grad haben, ist klar, da geht nicht viel. Da ist wenig Topspeed da, da ist wenig Punch da, da ist das ganze Auto ein bisschen müde. Es ist aber gut gefahren. Also man kann jetzt überhaupt nichts Negatives sagen. Das war eine ziemlich spektakuläre kurze Fahrt. Das Auto kann alles. Ich bin mit dem Auto noch nie gefahren. Ich kann springen, ich kann es austarieren in der Luft. Es fliegt richtig schön. Auch über die große Rampe da hinten ist es richtig schön drüber geflogen. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Das Auto macht eigentlich fast alles von selbst. Und total easy zu fahren. Ich hoffe natürlich auf besseres Wetter. Die Wiese hier war auch nass. Wie gesagt, es ist eiskalt. Und wenn es besseres Wetter hat, wenn die Reifen auch mehr Grip haben, dann sieht das Ganze wahrscheinlich anders aus. Aber der erste Eindruck, wie gesagt, ist sehr positiv. Das ist wirklich ein sehr gelungenes Auto von Traxxas. Und haben sie echt gut gemacht. Kann man weiterempfehlen. Wir schauen in den nächsten Videos einfach, was man machen kann, speedtechnisch, was der Motor so kann. Vielleicht schauen wir dann auch mal nach den Motortemperaturen, weil ich habe das Gefühl, die Übersetzung, die hier eingebaut ist, die ist schon eher ein bisschen langsam für so ein leichtes Modellauto. Der ist ja hier super leicht, die Reifen, die Räder wiegen ein halbes Kilo weniger wie original. Die Akkus, die wiegen nur 300 Gramm pro Stück, also das Auto ist super leicht hier. Leichter geht es wahrscheinlich nicht für einen XRT. Und dafür ist die Performance jetzt auch nicht besser wie von einem DBXL-E, der dann halt 5 Kilo mehr wiegt zum Beispiel. Oder von so einem MCD, der okay nur 2,5 Kilo mehr wiegt, aber halt dann 4 oder 5 Mal so viel Leistung hat. Das ist natürlich eine andere Welt. Das ist dagegen schon ein bisschen mehr ein Spielzeug, aber ein wirklich tolles Spielzeug. Also out of the box, für jeden handelbar, würde ich sagen. Total easy zu fahren. Mit sowas kann man einfach nichts falsch machen, sagen wir es mal so. Ich will jetzt das Fazit auch nicht zu lange ausführen. Das war eine schöne Erstfahrt für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben
Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos, wo wir dann näher auf dieses Auto noch eingehen werden. Also, dann kann ich nur mal wieder sagen, schön war's und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.